Ja, machen wir einfach mal ganz weg. Hätte ruhig da bleiben können. So, und dann muss ich ja hier wieder zurück. Ja, das kann da bleiben. Dann darüber. Dann machen wir das hier weg. Lieber einen zu viel weg als zu wenig. So, hier wieder auf den Baum drauf. Oh, jetzt habe ich da... Ja, da muss da noch einer hin. So. Ja, das wird mit Gras vollwachsen dann. So, hier ist Baum, okay. Ja, da bin ich wieder rum. Okay. Und das da hier ist auch soweit alles okay. So, okay. Alles bestens. Dann sollten wir damit fertig sein. Jetzt will ich es mir aber nicht nehmen lassen. Und tatsächlich mal... Ja, ins Wasser gesprungen. Und tatsächlich mal da einmal rumlaufen und schauen, ob denn tatsächlich da auch alles weg ist. Oder ob man da noch was sieht. Ja, hier sieht das ziemlich gut aus. Von der Seite. Dann schauen wir mal da. Wir waren letztes Mal da oben schon drauf. Auf dem... Hier auf der Talantenne. Und haben von dort aus das angeschaut. Ich glaube zumindest, dass wir da auch alles gesehen haben. Naja, jetzt abgesehen davon, dass die Sonne wieder blendet. Ja, das sieht aber gut aus hier. Dann sind hier wieder so viele Bäume. Ach, der Elefant steht ja immer noch da. Der will wohl unbedingt da unten hin zum Teleporter. Ja, Elefant, das ist leider nicht mehr. Und der Elefant auf dem Baum ist auch immer noch da. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie sie da hochkommen. Aber ich habe auch... Ja, ich habe ein bisschen gesucht, aber nicht wirklich alles abgesucht. Nicht wirklich umfassend. Hier, er hier ist... Ja, okay, das ist klar, dass er da hochkommt. Aber vielleicht ist ja das Geheimnis hier. Ja. Wow. Gleich zu zweit protestieren sie hier. Na gut, ich gehe wieder. Die wollen wahrscheinlich nicht, dass ich das Geheimnis ergründe. Na gut, ich gehe wieder. Ich will mir mal jetzt das Schlösschen da, beziehungsweise dessen Untergrund, von der Seite aus anschauen. Ja, das kann man von da aus nicht sehen. Da muss ich wohl doch dahin. Ist der Baum wieder im Weg? Von hier aus? Ja, doch, da sieht man das. Ja, okay, na, sieht man auch so schon. Aber jetzt fehlt mir noch da hinten diese Ecke. Ne, Moment, C. Ja. Ja, das sieht gut aus. Also, falls da jetzt doch noch was ist, dann wird das gewiss irgendwann mal auffallen. Und wenn nicht, dann ist auch gut. So, einfach nur wieder zurück hier. Ach so, ja, aber jetzt sind wir ja hier mit dem Schlösschen da rundum fertig. Dann können wir ja uns um die Inneneinrichtung kümmern. Ah, jetzt komme ich da wieder nicht drüber. Ja, egal. Oder wir gehen tatsächlich jetzt nochmal zum Kreisdorf. Ich glaube, das machen wir auch. Da, Schlösschen. Ja, komm, ich schmeiß mal da rein. Zack, zack, da. Das da, so. Oder hatte ich das mal getrennt hier? So nach Stein einerseits und... Naja, nee, sieht nicht so aus. So, ich habe nichts mehr da. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum... Kreisdorf. Und machen da mal ein bisschen weiter. Aber womit denn? Wollen wir hier oben anfangen? Nee, ich habe mehr Lust auf unten hier. Das hier. Da ein paar Regale hinmachen. Ein paar Kisten, ein paar Klötze so hinstellen. Mal schauen, was wir denn da so alles haben.
an an Materialien. Das ist schon mal gut hier, das da. Ich kann auch mal, ja doch, auch davon was nehmen. Haben wir noch Kisten da? Nee, sind leider keine da. Ja, da muss ich welche bauen. Ich habe jetzt keine Lust, ins Lager zu laufen oder zu teleportieren. Ja, ich kann ruhig mal. Hier, guck mal, hier, da haben wir noch so viel Holz. Moment, Holz, wo habe ich das jetzt? Hier. So, machen wir das auch noch weg hier. Okay. So viele Kisten brauche ich zwar nicht, aber macht nichts. So, es ist draußen Nacht, aber das braucht uns ja nicht zu stören. Wir können hier drin weitermachen. Wie wäre es denn, wenn wir gleich mal hier sowas hinmachen? Da kann man da drunter noch so Klötze setzen und obendrauf auch noch. Oder wir setzen eine Kiste noch dazu. Hier so, eine einzelne. Was machen wir denn hier? Wir könnten sogar da... Machen wir das da hin? Nö, das kann ruhig da hin. So, ja, genau. Habe ich denn jetzt hier so... Ah, ja, genau. Habe ich da. Okay, dann werde ich jetzt erstmal einfach nur so Sachen hinstellen, wo man Sachen hinmachen kann. So. Und, danach setzen wir noch ein paar Klötze hin. Das Bett, ah, das müsste dann aber auch weg. Auch wenn ich mich jetzt gerade nicht reinlegen will. Ah, das kann ich ja nach da oben packen. Da soll es ja dann sowieso mal stehen bleiben. So, zack, einfach deine Mitte. Ich will mich da jetzt nicht reinlegen. Wir haben ja noch... Hier unten ist es ja hell genug. Wir können ja auch sowas hier machen. Zum Beispiel sowas hier, genau. Da könnten wir... Wo sind die Kisten denn? Hier. Zum Beispiel mal eine Kiste hier drauf setzen und der Rest wird mit hier so Mineralien voll gemacht. Die Kiste hier, die könnten wir sogar auch gleich da stehen lassen. Die Fackeln müssen natürlich dann auch entsprechend hingesetzt werden. Was machen wir denn hier? Da? Ah, nee, da nichts hin. Das ist zu nah an der Tür. Das würde sich auch hier hinten noch anbieten. Ja, doch. So. Da könnte man... Ja, nee, die Kiste oben drauf. Mhm, genau. Ja, das reicht eigentlich schon. Hier machen wir noch... Oh, machen wir mal sowas hin. Nee, das ist zu hoch. Oder wir könnten das... ja, wenn dann dahin. Ah, dann machen wir das auch noch dahin. Und dann hier so eins dahin. Da kann ich aber auch da noch was hinmachen. Genau, so. Das war so... Ah, nee, das will ich aber gerne... So und so, damit da so ein Absatz drin ist. Ich glaube, das reicht auch schon. Und den Rest, da kann ich noch die eine oder andere Kiste hinstellen. Ja, besser da oben. Nee, Kiste hier. So, und da noch eine. Und ich würde sagen, das reicht an Kisten. Dann kümmern wir uns um diese Sachen hier. Eben schnell noch was essen. Ach ja, die Zeit ist ja auch bald um. Ja, guck mal, dann könnten wir jetzt hier noch den Keller hier komplett einrichten. Haben wir hier noch so einen da. So kann sowas in die Ecke hin. Da kann doch jemand zwei stehen. So, ich schiebe ich mal eins nach hier. Der kann dahin. Haben wir wieder einen Platz frei hier. Unten packen wir mal ein bisschen Gold hin. Ach nee, das passt da aber nicht so gut. Ja, ich pack den jetzt so ab. Ist das überhaupt die richtige? Diamant, Spitzhacke. Wo
eigentlich müssten da jetzt Goldbarren sein. Nee, das muss man erst noch schmelzen. Dann, ja, dann kommt Gold raus. Okay, gut. Alles klar. Was haben wir denn da? Den hier? Genau. Aber wo ist denn der Grüne? Ich will lieber den Grünen dahin machen. So, ja, genau. Dass da so ein Kontrast ist zu dem Grau der Steine außenrum. Da kann man ein bisschen Eisen hinsetzen. Und vielleicht noch sowas da oben drauf. Ach ja, Gold. Genau. Dann kann ich ja Gold hier... Da zweimal Golderz hinstellen. Moment, so, ja genau, die Dinger hier auch nochmal. Machen wir einmal Obsidian dahin. Den machen wir dahin. Und dann kann man hier noch... Oh, das will ich aber... So machen. Nochmal Uran dazwischen. So. Oh, da oben passt auch noch was hin. Ja, da setzen wir nochmal Uran hin. Bisschen Uranerz. Hier haben wir schon was. Und da kann noch so einer drauf. Hier, die Fackel machen wir mal weg. Boah, was setzen wir denn da hin? Mal ein bisschen Eisen. Ach, da unten passt ja auch noch so viel hin. Ja. So, ist recht. Da noch und... davon und davon. Nee, so. Habe ich denn eigentlich Zinn? Oh, das ist Zinn. Blei. Ja. Da fehlt auch noch was hier. Komm, dann setzen wir gleich mal diese hin. Blei da außen und Eisen dazwischen. So. Haben wir hier was? So, nö, da will ich nichts mehr drauf machen. Ich könnte sogar... Da, nee, das ist nur eine halbe Stufe. Das geht nicht. Oder zumindest nicht so gut. Ja, nicht schon wieder Gold. Nee. Hier, davon was. Oder können wir sogar noch einen draufsetzen hier. Na, den hier. Da passt auch noch was drauf. Nehmen wir das hier. Ist jetzt der gleiche wie der hier. Ja, macht nichts. So, ja, ich glaube... Ah, nee, da fehlt noch was. Boah, was nehmen wir denn da? Nochmal Eisen. Gold ist daneben. Ja, den hier. Ziemlich durcheinander das Ganze. Ja, gut, in dem Lager ist eben nicht so viel. Da ist eben nicht so viel Ordnung. Wenn da was rausgenommen wird, kommt da irgendwas wieder hin. Man will eben im Lager möglichst wenig umräumen, weil es ja egal ist, wo was liegt. Hauptsache, man hat so einigermaßen einen Überblick und das hat man auch. Und dann muss man im Lager nicht rumräumen und strengt sich nicht unnötig an. So, jetzt will ich mal die Fackeln vom Boden wegnehmen. Und vernünftig setzen. Da ist noch eine. Ja, es ist jetzt natürlich dunkel geworden. Moment, das ändern wir gleich. Ich muss das in der Zeit noch ein bisschen umräumen hier. So, doch, das passt. So, also, eine Fackel kommt mal da oben hin. Und da kommt eine hin. Da kommt eine hin. Oh, da neben die Leiter noch. Und dann setzen wir da noch eine hin. Aber hier müsste auch noch über die Kiste hier. So. Wie sieht's aus hier? Da haben wir eine 7. Ja, das passt. Okay, ja, dann... Aber wir könnten... Moment, wir könnten ja auch hier in der Mitte noch irgendwas stehen lassen. Das bietet sich natürlich an hier, dass da einfach mal in der Mitte noch ein bisschen was rumsteht, so wie bestellt und nicht abgeholt. Oder zum Beispiel hier Kupfer. Kupfer ist noch recht häufig. Dass man da ein bisschen drumherum laufen muss. Ja, das ist okay. Schön. Okay, gut. Wie wäre es denn? Ja, an die Decke was dranhängen. Ja, das haut nicht so hin. Na gut, dann lassen wir das einfach. Oh, ich sehe ja schon, wir haben überzogen jetzt hier. Ja, okay, mach nichts. Also da unten sind wir jetzt erstmal fertig. Dann packe ich jetzt mal diese... Ach, guck mal, das haben wir auch vergessen hier. Da müssen wir natürlich noch was hinsetzen.
dann müssen wir noch was hinsetzen. Das heißt, wir machen einfach mal... Hier, komm, wir machen mal das Eisen weg hier. Setzen den mal dahin. Und... ja, hier noch welche hin. So, da kann sogar noch einer oben drauf. Gut, das reicht. Das weg, das weg, das weg. Das Holz soll nach draußen. Okay, dann werden wir also das nächste Mal, wenn wir hier sind, können wir oben weiter bauen. Ja, die Pfeile können auch da rein. So. Ach schön, haben wir da auch noch was geschafft jetzt in der Kürze der Zeit. Wollte eigentlich aufs Dach sprengen. Nee, ich schaff's nicht. Ja, vielleicht zu kurz. Also zu kurz gesprungen und die zu überspringende Strecke ist zu weit. Okay, ja, also auf jeden Fall will ich jetzt Schluss machen für heute. Hier haben wir nochmal den Keller ausgebaut. Beim nächsten Mal geht es hier oben weiter. Dann würde ich sagen, wir ziehen erstmal die Wände hoch, machen dann ein paar Fenster rein und eben die Decke dann auch. Und wir müssen uns was mit der Tür überlegen, dass wir die da mit anschließen können. Aber ach, da kriegen wir schon was hin. Ja, und ansonsten werden wir dann das Diskettenlaufwerk bauen. Im Rechenzentrum. Das Schlösschen. Ja, da kann man ja auch weitermachen, nämlich die Inneneinrichtung. Oder wir machen dann mal das Büro im Hafen. Das will ich mir gleich noch aufschreiben, dass ich das nicht vergesse. Oh, ich habe aber noch eine Idee. Nee, komm, das machen wir jetzt noch schnell. Und zwar, schnell mal zurück zum Rechenzentrum. Und mal schnell den Rechner einschalten. Oder ist der noch an? Nee, der ist nicht an. Der lässt sich nicht anschalten. Ja, okay, gut. Aber der Bildschirm? Nee, da zeigt er nichts an. Ah, ich wollte nämlich gerne noch prüfen, ob das funktioniert mit dem Goldkabel. Aber wenn ich keinen Stromabnehmer, keinen Verbraucher habe, oder also ist er kein Verbraucher, sondern letztendlich so ein Wandler, aber, naja, dann geht das ja nicht. Dann können wir dennoch nochmal nachschauen, was wir da noch an Restenergie drin haben. Und diese Kabelführung, die muss natürlich auch noch anders werden. Ja, da ist noch was da. Nee, also da muss ich wahrscheinlich doch das Ganze hier eine Stufe tiefer legen. Ja, damit ich die Kabel über die Decke führen kann. Denn das sieht so ein bisschen komisch aus. Wenn ich die jetzt hier drüber ziehe, dann verbinden die sich ja hier mit diesen Gerätschaften. Und das will ich ja nicht. Das soll ja nicht sein. Okay, also gut. Was machen wir denn? Ich weiß nicht, ich gehe mal wieder ins Lager. So, zum neutralen Lager. So, genau. Noch irgendwas essen, ein bisschen was auffüllen. Ofenkartoffeln, ja, hier. Zack. Einmal ausgetauscht. So. Okay, aber was haben wir denn in den Öfen, ne? Ich komme ja doch nicht zum Schluss. Machen? Doch, gleich. Ja, nichts weiter dran. Okay, gut. So, damit also jetzt Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!